Willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Wir haben angefangen mit dem Questen, mit den Missionen. Und wir haben aktuell eine neue Mission. Das ist ein Unfug. Und zwar haben wir uns gefährliche Überreste ausgesucht. Das heißt, wir gehen jetzt nach Jora und geben dem Jora diese Waffen. So. Na, einmal schön hier runtergeschlindert. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Abkürzung ist, aber... So. Sieht ja auf jeden Fall kürzer aus. Du bist doch der Kerl, der über die Technik wacht. Das bin ich. Und wenn mich nicht alles täuscht, gehörst du den Jägern an. Genau. Du hast also draußen etwas gefunden, was du jetzt bei mir abgeben möchtest. Verstehe. Nein, nein, im Gegenteil. Mir kam eine richtig gute Idee. Du hast doch sicher diese Energiewaffen. Wenn wir unsere Äxte dagegen austauschen, dann... Ah ja, ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Aber hier ist nicht der richtige Ort, das zu besprechen. Triff mich in ein paar Stunden in der Taverne. Endlich jemand mit Vernunft. Bis nachher. Die Zeche geht auf mich. Oha. Oha. Wartet mal. Stormson. Heute ist mein Tag. Weißt du, da musst du dich durch die halbe Stadt quatschen und endlich schenkt man dir Gehör. Und was genau wolltest du? Das wirst du schon bald merken. Endlich können wir unsere Äxte an den Nagel hängen. Wurde auch Zeit, dass wir uns aus diesen Rüstungen schälen. Nicht mehr lange und wir machen den Alps Feuer unterm Hintern. Ich trink mir darauf jetzt ein paar Krüge. Hier, gönn dir auch ein oder zwei. Wir reden später weiter. Also irgendwie traue ich dem Stormson ja nicht, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, worauf kloppt er denn rum? Egal, wir geben ihm jetzt die Waffen. Oh, wartet mal. Hier gibt's ja noch mehr zu erzählen. Erzähl mir mehr über die Werke. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Ja, den Schlund, den kennen wir ja jetzt schon, ne? Ebenso wie die Alps. Sie extrahieren es auch. Willst du uns mit diesen menschenverachtenden Bestien vergleichen? Sie werfen Menschen und Material in ihre Konverter, um an das Elex zu kommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Okay. Ja, hier. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter? Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus? Mich interessiert ihre Technologie nicht. Mich interessiert einzig und allein das Elex, das in ihr enthalten ist. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Es gibt chemische Prozesse, die das möglich machen würden.
Das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Aber die nötigen Utensilien würden wohl unserer Lebensweise zuwiderhandeln. Und ich hoffe, wir werden in naher Zukunft nicht zu diesem Schritt gezwungen werden. Jemand mit Fachkenntnis anzutreffen ist hier übrigens eine Seltenheit. Hier, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Oh cool, das hat uns eine Keule gegeben, dass wir hier jetzt schon zwei im Handwerk hatten. Das ist gut. Ja, hier. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Hm. Oh Mann. Wäre schwierige Entscheidung hier. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Nein, nicht durch Fortschritt, sondern durch Taktik. Und wir setzen im Gegenzug zu den Alps nicht auf Elex. Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Mhm. Okay. Also wie gesagt, irgendwie werde ich aus dem Berserker noch nicht ganz schlau. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Erspare mir die Einzelheiten. Ja, ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Okay. 100 Splitter hat das gegeben. Müssen wir denn jetzt wieder zurück? Nee, ist abgeschlossen, ne? Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders rum. Ja, ist ja gut. So, was haben wir denn noch? Mein Gott, wir haben so viel zu tun. So, wo ist das denn? Okay, das ist sehr weit weg. Knüppeldick. Drop braucht eine... Ja. Das müssen wir ja auch noch machen. Aber den, ja, nee, den, das können wir noch nicht, glaube ich. So, Clanstreit. Was ist hiermit? Mit Eldur sprechen. Okay, dann machen wir das als nächstes. So, Eldur. Ja, sollen wir mal kurz mit Drop sprechen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hi. Na, was ist jetzt? Trainier dir erst einmal ein paar Muskeln an, bevor du dich mit mir messen willst. Puh, okay. Nee, nee. Im Moment nicht. Im Moment ist das, glaube ich, keine gute Idee, sich nochmal mit ihm anzulegen. So. Da steht er im Wasser. Oh, nee, doch nicht. Das ist eine Setzerin. Wo ist er denn? Da ist er. Gibt's noch was? Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Am Eingang steht doch eine Wache. Ja, genau. Eine Wache. Aber sonst stehen dort zwei. Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal,
Ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drock an. Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Schade. Denn das wäre jetzt cool gewesen, wenn er jetzt gewusst hätte, warum wir abgeschossen. Also, ne, ich meine, wir haben ja gesehen, dass da Schüsse kamen. Ne? So ist es ja nicht. Aber wie und weshalb genau, das wissen wir ja noch gar nicht. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Das lassen wir mal so stehen. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Was ist Mana? Nix da, ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Okay. Oh, warte mal. Ach, scheiße, das können wir noch nicht. Okay. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Naja gut, da hat er ja recht eigentlich, ne? Ich meine, mir ist diese Stadt egal, das können wir nicht unbedingt sagen. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Tavernenschlägerei? Nein. Aber anscheinend reicht eine Meinungsverschiedenheit heutzutage schon aus, um aus der Kneipe verbannt zu werden. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na, dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Okay, also dann ab zur Taverne nach Oran. Aber erst noch die Blume mitnehmen. So, jetzt aber. Zack, zack. Aus dem Weg. Slalom. Guck mal, die ist am Naschen. Ah, und der Bertram, der sitzt hier auch noch rum. Mit dem müssen wir ja auch noch sprechen. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja, der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein,
Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Tja, das können wir nicht, richtig? Angreifen will ich den auch nicht, ja, und so viel Geld, nee. Okay, also mit der Quest warten wir dann, bis wir Persönlichkeit in Persönlichkeit 3 Punkte haben. Fertig? Bis später dann. Wie lange brauchen wir denn dafür noch? Okay, ein, zwei... Okay, also so, ein Punkt noch. Ah nee, Quatsch, hier müssen wir gucken. Ach, ich würde ja gerne diesen Skill hier, ne? Den hätte ich gerne. Und zwar so schnell wie möglich. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Okay, das ist Hausverbot. Das ist das. Ja, den Drog, den können wir nicht. Die zweite Wache, sollen wir da mal gucken. Okay, das ist nicht so weit entfernt. Dann huschen wir da mal eben hin. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Ja, ja. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Okay, also neuer Hinweis. Technik. Hier oben. Und bevor wir das... Ne, da dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen noch... nochmal das Tagebuch... angucken von dem Kral? Kral hieß er, ne? Meine ich. Müssen wir nochmal eben kurz hin. Oh, ich habe, guck mal, hier einen Krug vergessen. So, wartet mal. Das war aber hier in der Ecke. Da gehen wir als erstes hin. Vielleicht werden wir ja jetzt ein bisschen schlauer. Krals Tagebuch. Hm. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Oha. Okay. So. Dann gucken wir mal hier. Hm, das scheint aber noch tiefer zu sein. Das riecht aber nicht gut hier. Und Alva ist tot. Wir stehen hier so ein bisschen... Boah. Nicht schön, nicht schön. Der arme Alva, den hat's also zerrissen. Das müssen wir jetzt auch noch Eldur beichten. Oh je. Aber jedes Mal, wenn ich am Drog vorbeilaufe, ne, dann werde ich ja echt wütend. Ja. Den müssen wir, irgendwie müssen wir den noch verprügeln. Ach, apropos, wartet mal. Immer dieser Technikkram. Wir haben noch eine neue Waffe bekommen, aber die können wir auch nicht tragen. Und guck mal, das Hornschwert, das macht... Das gibt uns mehr Schaden, ne? Aber braucht weniger. Hier, Stärke und Geschicklichkeit. Ich meine, wir sind da ja echt noch weit von entfernt, ne? Also, das zu tragen. Weil die Katte ja unbedingt in den anderen Kram investieren muss erst. Aber ganz ehrlich, also wer will denn nicht bei jedem Level-Up einen zusätzlichen Attributspunkt dazu bekommen? Das lohnt sich doch, oder? Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was?
Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Vielen Dank nochmal. Um meine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Okay. Gut. Dann nehmen wir noch schnell das Blümchen mit. So. So, jetzt gucken wir mal weiter. Hier, Hauptmission wieder zu. Edan. Clanstreit. Ja gut. Knüppeldick. Katas Tagebuch. Oh, und das Gesetz der Berserker. Hier haben wir doch noch ein bisschen was, oder? Falsche Lehren. Ah ja, das ist das mit dem Bärtram, ne? Okay. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich darum kümmern. Hier. Tatsächlich einmal um die Gefährten kümmern. Also um den Duras, damit wir den Duras auch mitnehmen können. Ich glaube, das machen wir tatsächlich als nächstes. Oh, falsche Taste. Ja. So, da. Okay, dann gehen wir als nächstes nach Geron. Zu Geron. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Oh, wartet mal. Stopp. Da sind noch Pfeile. Guck mal.